Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute eine Geschichte für euch, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. In jenen Tagen, als ein Milchshake noch längst nicht so teuer war wie heute, betrat ein 10-jähriger Junge ein Hotelcafé und setzte sich an einen Tisch. Die Bedienung brachte ihm ein Glas Wasser. Wie viel kostet ein Milchshake? 50 Cent, erwiderte die Kellnerin. Der Junge zog ein paar Münzen aus der Hosentasche und studierte die Zahlen, die darauf zu sehen waren. Und wie viel kostet eine Portion Eis, wollte er wissen. Es waren gerade neue Gäste eingetroffen und die Bedienung war etwas ungeduldig. 35 Cent, meinte sie mürrisch. Der Junge zählte noch einmal sein Geld. Dann nehme ich ein Eis, sagte er. Die Bedienung brachte es ihm, legte den Bon dazu und ging wieder. Der Junge aß sein Eis, bezahlte an der Kasse beim Ausgang und verschwand. Als die Kellnerin zurückkam, um den Tisch abzuräumen, musste sie schlucken. Da lagen neben dem leeren Eisbecher, sorgfältig aufgereiht, 2 Nickel und 5 Pennies. Ihr Trinkgeld. Ich hoffe, das macht euch auch nachdenklich. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.